Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei LS19 auf der Akademie von Thüringen. Ja, ich werde jetzt diesen Traktor nehmen. Den hängen wir kurz ab. Und dann werden wir Hof 1 fahren und dort die Sämaschine kaufen. Holen. Müsste mal kurz überlegen. Ob wir uns eine kleinere kaufen für das kleine Ecke hier. So schönes Farm an Mods. Das ist eine Breite von 3. Das haben wir. Das ist die Multifrucht. Das wären echt die großen Klopper, das wäre ein bisschen zu viel. Das ist echt klein, 3 Meter. Das ist die Förderstadt, das ist auch recht klein. Das ist Original. Die Horsch. So viele Geräte haben wir gar nicht hier, ne? Na, dann kann man das die eine Maschine, die haben wir ja, brauchen wir nicht kaufen. Also würde kein nichts hat mir so vorschwebt, ne? Sehr schnelle Traktor hier gibt es, glaube ich, reell nicht von der Geschwindigkeit. Der mit dem Kurs vielleicht weit aufrecht fahren zu lassen, ist ein bisschen riskant. Da muss man die Geschwindigkeit drosseln, sonst fliegt der 100% aus der Kurve. Da ja die Wege nicht 100%ig eben sind. Das sind halt Nebenstraßen, ne? Das hatte ich mal gehabt, Autobahn gefahren, nach Hause. Navi sagt mir, fahr woanders lang, wegen Stau oder wegen Sperrung. Ich habe kurz überlegt, hast ja nicht viel Zeit, da kommt ja die Abfahrt schon mehr oder weniger an. Ja, da hatte ich auch runter von der Autobahn, ne? Und dann, naja, so eine Straße gefahren. Da dachte ich ja auch schon, jetzt bist du im tiefsten Osten, vor der Wende halt, ne? Die Straße, so wie ich das kenne, ich meine, ich bin ja, ich habe den Führerschein gemacht, da war noch die Wendezeit. Eine Theorie und Praxis habe ich gemacht in der westlichen Zeit, also zu D-Mark-Zeiten. Und da waren die Straßen auch noch so überwiegend, ne? Klar, die Hauptstraßen haben sie mehr oder weniger schnell und fertig gemacht, aber die Nebenstrecken halt nicht. Also ich bin kaum zur Ostzeit gefahren, also Moped höchstens, ne? Oder Motorrad. Auto habe ich erst nach der Wende gemacht. Nach meiner Armeezeit mehr oder weniger habe ich schon Schluss fertig gemacht. Und so eine Strecken halt gab es viel und oft. Ist halt so, ne? Ach, unser Maisgebiss haben wir auch da für den Häcksler. Ja, um ein Gerät zum Gras Aussaat machen, ne? Die habe ich hier eingelagert, also eingeparkt, kann man sagen. Normalerweise müssen die nicht eingelagert werden, in Anführungszeichen. Aber ich sag mal, ich habe deswegen gemacht, weil ich Autoreif fahren lasse, ist es vom Vorteil, wenn die einen festen Platz außerhalb der Straße haben. So, der ist voll gepackt, das ist gut. Ja. Muss ich gleich umstellen, sonst ich vergesse das nachher. Gras, das ist ungünstig. Hier ist auch ein Lager für was?
für Schweinefutter oder sowas. Weil da oben ist ein Schweinestall. Keine Ahnung jetzt. Saatgut und Dünger war unten. Schweine heute mal kaufen. Ja, wollte ich. Aber eher zum Winter. So. Ja, Düngen wird auch noch machen müssen. Bauern ein bisschen. Mal kurz reinschauen. Könnte sein, dass er fertig ist. Der ist fertig. So. Fahr ich mal auf Feldrand. Und da kann ich bei Gelegenheit mal entweder selbst fahren oder fahren lassen. Ne? Da ist er. Auf Titel. Gedüngt er fertig alles. Okay. Düngt er fertig. Na gut, die kleine Ecke. Unkraut muss nicht gemacht werden. Ja. Da wollte ich Striegel. Ich bin Unkraut wegen dem ganzen Grasfetz. Ne? Aber da muss ich mal schauen. Wo ist er? Zack. Ich meine, ist schon ein bisschen komisch mit Förderband, ne? Weil. Aber anders kann man hier nicht befördern durch. Ja, man kann schon befördern, aber wie gesagt, es geht ja um. Wenn man selber das Förderband bewegen will, das geht über. Du bist einsteigen halt. Sonst kriegt man das nicht auf kleinen Ecken nicht bewegt. Im Höchstfalle. Ja. Mit einem kleinen Traktor anschieben und machen, ne? Aber da kommt man halt in dem Bereich nicht ran, wo man hin möchte. Manchmal jedenfalls. Und man würde halt so eine kleine Sache im Verband auch manuell schieben. Das geht ja hier so ja nicht. Mit manuell ist hier nichts. Gut, Bäume fällen kann man manuell. Das geht. Wo könnte man Paletten verkaufen? Gute Frage, ne? Wir stellen welche her. Müssen wir gucken, ob das hier direkt am Sägewerk auch gehen würde. Wäre nicht schlecht, ne? Da könnte man Paletten herstellen. Beziehungsweise mal einen Sägewerktag machen, ne? In so ein Schiedwetter kann man nicht arbeiten. In Anführungszeichen. Oder ungern, ne? Aber wir wollen mal noch sehen, Restdünger kaufen. Gleich mal die Aussaat durchführen. Tja, das Förderband ist noch da, aber ja. Muss ich mal schauen. Vielleicht verkaufe ich auch alles an Förderbänder, was ich habe. So, das heißt Traktor tauschen. Das heißt. Den kurz wechseln. Können wir da reinfahren? Wir wollen ein Stückchen. Denn mit Breitreifen ist jetzt die Aussaat besser als mit den normalen schmalen Reifen. Theorie. In der Praxis wird es glaube ich gar nicht gehen.
mit dem Wetter die überhaupt was zu machen am Feld. So. Aus dem Acker, ne? Den müssen wir näher wegräumen. Den werden wir nicht groß brauchen, näher später für, wenn das DLC aktiviert wurde. Mit Personalfarmig, ne? So. C. Das ist Feld Nummer 62. Mal gucken. Kursgenerierung. Da muss man gucken. Ich habe ja hier Feldrandkurs berechnet. Und wegen dem Häuschen hier. Na, 2. Wenn es nicht geht, macht er so eine Meldung. Erste Kalk Klee. Gras 1,3 vom Abnieder 1358 dürfte, naja, ja, Kursgenerierung, also das habe ich vorher nicht gemacht. Oh, zwei Vorgänge geht. Hier können wir erst nicht anfangen. Und lass ich mal was tun, ne? Ach, er geht auch rein in die Erde. Wahnsinn. Naja, muss nicht geflügt werden, das nur teilweise, wo jetzt hier ein bisschen Gras steht, ne? Mehr ist mal ganz kurz. Was haben wir aktuell für Feuchtigkeit? Ja, 60%. Das ist ja fast schon wie Moor, ne? Bodenfeuchtigkeit. Von so einem Werten habe ich auf der Marsch. Ja, bin ich ja meilenweit entfernt. So. Auf zum Traktor. Dann kann ich gleich diesen Bruder wegräumen. Und zwar nehmen die beiden Kalkstreuer hinstellen. Können wir gleich mal einen Blick riskieren, wie wir Güllöfen haben. Gärreste. Hat ja die gleiche Funktion normalerweise wie bei, aber sicherlich einen anderen Düngerwert sicherlich, ne? Aber in dem Fall düngen wir ja eh automatisch. Müsste eigentlich reichen normalerweise. Denn so 600.000 Liter ist nicht viel bei den großen Feldern. Werden wir auch beide BGAs brauchen dafür, ne? Ja, hier ist es auch so. Müsste ich Schweinefutter mal gucken, ob das über Dings kaufen können, ne? Lose, ne? Können wir ein bisschen dichter anbauen, anbauen soll ich schon, aber in dem Falle, ja. Das Gewicht ist noch gut, immer gleich nicht nutzen, ne? Ja, ich habe das so gemacht, dass ich die Kalkstreuer weiß die Farbe habe, die Grundfarbe. Und ja, die Abdeckung ist ja egal. Und die Reifen sind auch breit, ne? Weil ich eigentlich den Kalk vorher ausbringen möchte. So. Den fahre ich in meine Halle rein. Denn die passen gut rein.
wenn das Tor breit genug ist, ne? Ja, das passt gut. Also im Grunde ist es hier. Der Takter lässt sich gut rangieren, ne? Von daher ist es nicht so tragisch. Aber die müssen von der Straße weg. Wegen Audrive. Den muss ich auch wegfahren normalerweise. Aber da weiß ich aktuell nicht wohin. Ich wollte noch einen Rest Junge kaufen. Und dann hier Saatgut nochmal kaufen, ne? Und dann können wir sich noch ein bisschen Kalk kaufen. Das können wir machen. Wir können zwar auch theoretisch mit Audrive alles fahren lassen, aber in dem Fall wäre es ja Unsinn. Ihr habt eh nicht so viel zu tun. Können wir gleich mal hier mal nach dem Rechten schauen. Ich höre kein Förderband mehr. Einsteigen. Das läuft ja voll auf Strom, ne, wenn man so hört. Da können wir anders fahren, ne, diesmal, ne. Ja, die Kühe sind fleißig. Das sind fleißige Scheiße. Obwohl auf der Weide stehen, trotzdem machen die Mist, ne? Ist ja vom Logischen her nicht logisch. Die Ecken wir nicht gemacht. Gut. Wir müssen eh nacharbeiten, also. Ich habe auch wieder Standard genommen, weich. Wenn man auf rund gemacht hätte, wäre noch blöder. Aber scharf hätte man auch machen können. Nur meine Sorge, dass mir meistens Bäume im Weg stehen, ne? Bei irgendwelche Ecken und Kanten. Dann macht er die Arbeit auch nicht fertig. Wenn wir dauernd eingreifen müssen, ist auch blöd. So, liebe Schauer, das soll es halt auch schon für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter mit dem Restkauf. Tschüss.